Wir schauen heute wieder heftige Anime-Momente in anderen Sprachen mit unserem Ehrengast Ruffy. Das letzte Video kam extrem gut an. Wenn ihr mehr Teile sehen wollt, lasst ein Like und ein Abo da und schreibt weitere Empfehlungen in die Kommentare. Aber ist das... Ist schon geil. Ja. Spanisch? Hallo? Hallo? Ja? Was ist das? Okay, du musst dich jetzt seelisch drauf vorbereiten. Okay. Weiß ich nicht, aber... Ich weiß nicht, ob... Ich habe was ganz anderes verstanden gerade. Was hast du verstanden? Hä? Ich glaube, das packen wir nicht gleich für die Monetarisierung, was er gesagt hat. Sie ist voll spannend. Weiß ich nicht. Inutil. Englisch? Oh nein. Nee. Thundercross mit Attack! Du bist in meine Falle getappt, geil. Oha! Thundercross mit Attack! Jetzt! Du besiegst mich niemals! Niemals! Ich hab Gänsehaut! Okay, geil! Mit deinem Hamon wirst du mich nie schlagen! Niemals! Ey, anders gemacht ein bisschen, ich finde, ne? Es ist ja, kann aber auch sein, dass ich ein bisschen brainwashed bin, denn der Synchronsprecher hier ist ja, kennt man vielleicht auch von Rainer. Ja, ja. Genau, Marius. Ein sehr guter Freund von mir tatsächlich. Hey, hallo! Synchronsprecher-Flex! Es ist halt echt heftig, wie er so richtig Emotionen reinsteckt. Ich habe auch auf TikTok teilweise so Videos gesehen, wo er so ausrastet. Auf Japanisch ist er ganz so Muda, aber er macht einfach schneller, niemals. Aber das passt voll, weil die Szene, ich glaube, die Szene ist allgemein voll schwierig, von Japanisch auf irgendeine andere Sprache zu übersetzen. True. Ich finde, das ist sehr, sehr gut gemacht. Do I look a bit sickly? Does it appear I'm not long for this world? Gefällt mir. Do you gefällt fear mir. For my life? Muzan, geiler Charakter. You couldn't possibly be more wrong. I'm very much alive and not far from perfection. Ist aber krass, wie Amis immer so richtig auf die Kacke hauen, weißt ja, du? Ja, die haben 20 Zigaretten so, geraucht. Ja, wenn das ein Bösewicht ist, dann muss es immer so, my name is Moose and Jackson, I'm here to do the moonwalk. Die müssen wir so richtig übertreiben dann. Ja, also wo würdest du Demon Slayer bei dir einranken? Top 15 war das, glaube ich, was die letzten Mal. Wird immer noch so sein, Top 12 oder Top 13. Ich weiß nicht, ich bin nicht so ein Dude, der sich da so aufregt und so, Demon Slayer ist top, die animiert, ja. Macht Spaß zu gucken, ich brauche nicht mehr. Also ich finde die Serie geil. Also bist du Manga aktuell? Nein, okay. Also in Corona, aber ist okay. Je vais bientôt passer Lamagouche. Was laber der? Oh, halt dein Maul. Je suis un être immortel et proche de la perfection absolue. Ich muss jetzt an Frenchie aus The Boys denken. Bist du The Boys aktuell? Hast du alle ja, drei? Ja, Serie. Bruder, ich hab diese Serie verschlungen. Ich fand die so geil. Auch Homelander, so ein geiler Charakter. Boah. Erstmal ein Fact für dich. Ja. Homelander und Mini aus Lazy Town haben die gleiche deutsche Stimme. Wollte ich sagen. Wie aus der Kehle sprichst. Ich bin manchmal echt geschockt. Oh, das Flüstern. Dieses Raue auch in der Stimme. Ja. Sehe ich für dich ungesund aus? Kannst du mir das sagen? Finde ich aber auch irgendwie passend. Gib dem ein bisschen was anderes. Findest du, dass mein Gesicht blass ist? Die Stimme, wirklich. Wirke ich auf dich kränklich? Ja, doch. Finde ich passend. Das kommt mir so bekannt vor, die Stimme. Nein. Ja? Boah, geil. Ich bin vielmehr die Perfektion der Schöpfung aller Lebewesen. Da muss ich sagen, das war es nice. Gibt ihm was sehr Junges. Also, aber das ist halt die Sache. Musans Stimme in Japanisch ist ja auch nicht so über alt tief, ja, ne? True, die ist ja auch ein bisschen höher. Deswegen finde ich auch immer bei Amis nicht schlecht unbedingt, aber immer ein bisschen weird. Das ist halt dann immer so wie bei Eren halt, ne? The keep moving forward. Ja. Okay. Ach, und falls ihr mir helfen wollt, dieses Jahr das Ziel, die 40.000 Abonnenten zu knacken, dann abonniert gerne den Kanal und schaut auch gerne auf Instagram vorbei. Link in der Beschreibung. Sieh der Realität ins Auge. Ja. Was? Welt läuft nichts so, wie du es Das war mein Intro von einem Video von mir. Du musst begreifen, je länger du lebst, desto besser wirst du verstehen, dass die Wirklichkeit immer nur von Leid und Schmerz und Leere beherrscht wird. Was will er, dieser Alte? Bei mir ist ja gar nicht so lange her, als ich das gesehen habe, ne? Deswegen ist es voll geil für mich. Madara hat Obito diesen anderen Pep-Talk gehalten. Vor allem, ich sehe so diese Folge, ich dachte, was passiert hier? Er macht auf einmal Deep Talk, er spricht mir so in meine Seele. Ja, also,
Es gibt ihm einen ganz anderen Charakter, aber ich finde es geil. Aber wirkt ganz anders. Ja. Wake up to reality. Nothing ever goes as planned in this accursed world. Der Physiklehrer holt richtig aus. The more you will realize that the only things that truly exist in this reality are merely pain, suffering and fear. Ich spüre gerade Dinge, die ich sonst vorher nicht gespürt habe. Ich weiß gar nicht, was hier abgeht. Echt? Ich fühle es gar nicht. Also ich finde die anderen besser, aber das ist so richtig übertrieben. Der hat 50 Schachteln am Tag geraucht. Okay, ja, komm. Okay. Uchiha Ey. Das ist so geil. Das ist doch geil. Ich hab ja Naruto vor 6 Monaten oder so zu Ende geguckt. Was für ein... Ja. Als dieser Switch kam, ich war so richtig buff. So, der Switch war krank, ja. Du wusstest ja eh schon vorher ein bisschen, du hast ja das Hay-Spoiler mitbekommen. Ich wusste auch nicht, wer Ding ist. Also, wer unter der Maske ist. Bis zu dem Punkt, wo man sich denken konnte, so natürlich. Ja, aber ich wurde nie krass weggespoilert, gar nicht. Itachi Uchiha is now dead. Itachi Uchiha? What? Boah, das ist geil. I don't believe it. Kidding. It's just as I expected. Ja, okay, ist gut. Ist strong. Kann ich nichts gegen sagen. No, ich plaisante. C'est exactement ce que j'ai dit. Sasuke hat einfach für die gleiche Stimme gewesen. Meglio, Itachi. Itachi. Sasuke hat diesen Kampf gewonnen. Seine Kräfte sind wirklich enorm. Was? Das kann ich gar nicht glauben. Das war nur ein Scherz. Genauso habe ich mir das vorgestellt. Auch geil. Ich liebe diese Madara-Stimme auf Deutsch, die ist so geil. Aber der Switch war wahrscheinlich auf Japanisch und auf Englisch vielleicht auch am besten, aber so die beiden Stimmen an sich sind sehr cool. Okay. Oh no. Ja! Sein Bon Sakura! Den Clip hatte ich nicht rausgesucht. Das ist so geil. Boah, schon geil. Das ist so peak shit, das ist so krass. Also, aber auf Deutsch auch sehr big dazu. Okay, ich bin da. Er hat sein Schwert losgelassen. Auf Deutsch ist so gut. Hey, die Stimme kenne ich doch. Du wirst es nicht bereuen. Ey, ist er nicht. Vorher wirst du allerdings. Ja? Ich dachte, es wäre Silco von der Kane. Der Tod sitzt mir schon mein ganzes Leben im Nacken. Doch ich glaube weiterhin fest an Loyalität. Aber ich glaube, ich irre mich. Doch, oder? Hat sein Schwert losgelassen. Keine Sorge. Doch. Du wirst es nicht bereuen. Vorher Arcane, auch geile Serie gewesen. Vor mir zu Todes. Zerfallen. Was ich bei dieser Synchro so gut finde, ist, dass sie so authentisch ist. Das kommt so richtig real drüber, als wäre es O-Ton. Das kenne ich ja jetzt noch nicht. Bankai. Das wiederum nicht, aber... Ja, weiß ich nicht. Guck mal, im Vergleich zu vorher, weiß ich nicht. Du hast da ein bisschen reingekackt. Aber ich hab ja die ersten 60 Folgen auf Deutsch geschaut, da fand ich eigentlich fast alles sehr, sehr cool, aber ja. Aber diesen japanischen Bankai. Sakura, so richtig. Ja, boah. Den Vibe mitzubringen ist schwierig, aber es trotzdem. Ich muss auch sagen, ich mag den Dub von vielen alten Anime mehr als jetzt zwangsweise von neuen. Weil ich finde, weil er authentischer ist. Ja, in den neuen übertreiben die meistens so. Also es wirkt so, als wäre so künstlich Druck, so. So. Ja, aber ich finde, dass du auch wieder zurückgegangen bist. Ich weiß genau, was du meinst, aber so... Zum Beispiel bei Attack on Titan ist ja nicht so. Die machen es ja geil. Genau, Attack on Titan und Jujutsu Kaisen, und ich würde auch nochmal Mushoku Tensei tatsächlich aufzählen. Mhm. Die sind echt wieder ein bisschen mehr in diese Oldschool-Richtung, dass es sich auch wirklich so anfühlt, dass Charaktere miteinander reden und nicht, dass irgendwelche Leute drüber reden. Also ist aktuell, es gab immer gute Dubs, zum Beispiel Steins Gate kam ja auch vor, was weiß ich, raus, ne? Aber die Wave geht, finde ich, ein bisschen mehr dahin, dass aktuell sehr, sehr viel Good Shit rauskommt auf Deutsch und auch sehr schnell. Ja, boah, also teilweise, wie schnell Dubs nachgeschoben werden, wenn Sachen... ist krank. Wollt ihr einen weiteren Teil oder kennt auch geile Szenen aus anderen Anime, schreibt es in die Kommentare, lasst ein Like und ein Abo da und wir sehen uns beim nächsten Mal.